Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Smaragd. Und dass ich aufgenommen habe, das letzte Mal ist jetzt nun, glaube ich, eine Woche her oder noch mehr. Und ich bin ein bisschen raus schon wieder fast. Ich müsste da eigentlich ein bisschen so häufiger aufnehmen, sage ich mal. Ich habe mir jetzt mal gerade ganz kurz ein Stoppuhr gestellt, weil ich nur eine Folge gerade aufnehmen möchte. Die nämlich Folge 17 für den 17. September. Und ja, am 1. kam die erste Folge raus, am 2. die zweite und so weiter und so fort. Das passte tatsächlich. So, wir werden jetzt noch einmal Schutz machen, weil ich keine Lust habe, hier angegriffen zu werden. Haben wir jetzt eigentlich schon eine Aschetasche? Wie war das? Ja, oder? Hier noch nicht. Aschetasche. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier mal einfach so hergehen. Und dann werdet ihr gleich sehen. Also er sammelt hier halt diese Asche auf irgendwie. So, die haben wir hier schon besiegt. Wir werden einfach mal dieses Feldchen hier gerade einsammeln. Ja, ich laufe ein paar Schritte zu viel gelegentlich, aber was macht er? Wie einfach im ersten Feld, nachdem Schutz weg ist, sofort mal ein Pokémon kommt. Pandir. Na los, Morabel, dann hau es mal weg. Mit Fluchtattacke. Okay. So, noch einmal Schutz, bitte. Haben wir uns ja auch genug von geholt. So, jetzt können wir da hier mal reingehen, nämlich zu dem Knilch. Können wir mal sagen, ey yo. Daraus kann ich kein Glas machen. Mal sehen, du musst noch 135 Schritte gehen, damit ich eine blaue Flöte herstellen kann. Ja, so sieht das nämlich dann aus. Also er kann mir dann da was Geiles herstellen. Das hier wird auch immer regeneriert. Das heißt, man kann irgendwie unendlich Asche theoretisch einsammeln. Will er kämpfen hier oder wie haben wir das? Kurz sortieren, dass wir mal hier Krakelo an die erste Stelle packen. Ja, ich habe eure Tipps alle gesehen. Tatsächlich. Und ich soll mir da nicht die VMs den Pokémon beibringen. Ja, ist ja in Ordnung, klar. Aber zum Beispiel Morabel würde ich E-Surfer beibringen. Und hier Krakelo ist auch ein super Pokémon für ja, hier Dingens. So, war das eigentlich Kampf, was gegen Alten hilft? Weiß es gerade gar nicht. Ach ja, ja. Nee, was ich sagen wollte, aber manche Sachen, die sind einfach sowieso besser als die ohnehin jetzigen Attacken. Und was heißt denn hier, ich kann die schwer verlernen? Wenn ein Pokémon jetzt eine neue Attacke lernen würde, dann kann ich einfach sagen, verlerne die oder nicht? Habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Wie gesagt, kann ich mir jetzt auch natürlich irren, aber Teenager Sönke. Sönke ist auch ein echt schöner Name. Und ja, das war ironisch. Sorry, wenn jetzt irgendwer da draußen von euch Sönke heißt, aber ich finde den Namen nicht schön. So, mal gucken, ob ich mit Loti da ein bisschen was machen kann. Nanu, ein Doppelkampf. So, die Wärme hier macht mich schläfrig. Ja, dann geht auch woanders hin. Hier ist es ja auch warm halt. Jeder hat zwei Pokémon, mal sehen. Marill und Panzerheron. So, mal gucken. Du kannst ja mal Zertrümmer machen gegen das Panzereron und du kannst mal machen Absorber auf das Marill. Oh, das hat bei Panzereron jetzt irgendwie überhaupt nichts gebracht. Okay, damit kann ich weitermachen mit Absorber. Sandwirbel, meine Genauigkeit sinkt, ja, das ist immer doof. Jetzt kommt er auch mal noch mit ein Igler. Genauso doof. Nein, ich will nicht zerstrümmern, Mann. Ich will mal Aufruf versuchen. Und du machst weiterhin Absorber auf Marill. Ja, jetzt wird natürlich das falsche Pokémon getroffen, ey. Ist auch mal ätzend. Wenigstens ist Marill jetzt schon mal weg. Mal gucken, wie wir Panzereron wegbekommen. Da habe ich ja echt noch keine Ahnung, muss ich sagen. Lombrero, noch so eins. Wir
Stell dir vor, so ein riesiger Vogel, richtig gut im Angriff eigentlich, also glaube ich zumindest. Aber Hauptsache, das Vieh ist, du musst doch Stahl oder sowas sein. Mal gucken. Ne, überhaupt nichts bringt das. Fuck. Dann habe ich nichts, was dagegen so wirklich effektiv ist. Schnabel. Lass mich verarschen. Erdbeben ist nur leider Boden. Das heißt, selbst wenn meine Naturkraft zu Erdbeben wird, wird es eben scheiße sein. Genau, da Panzeron das nicht trifft. Normal, Geist. Mal gucken, was Geist. Ich meine, der Stauner ist auch eine Scheißattacke eigentlich, ne? Oh Gott, das ist ja. Dem zieht ja nichts was ab. Sorry, da habe ich jetzt gerade keine Ahnung, was dem so. Ja, jetzt hat das auch nicht wirklich viel gebracht, weil Krakelo jetzt nämlich was abgezogen bekommt. Und Panzeron aber immer noch nicht. Aber Panzeron schreckt zurück, immerhin. Hm, das ist natürlich Käse jetzt irgendwie. Na, ich werde jetzt. Nee, das werde ich jetzt anders machen. Ich werde jetzt mit Krakelo Zertrümmer auf das hier machen und Loti werde ich auswechseln für einfach mal Hariyama. Genau, Kampf war gegen Stahl wirkungsvoll, oder? Oder wie war das? Hm. Ja, die Genauigkeit von Krakelo ist jetzt so gering, dass jetzt wahrscheinlich jede seiner Attacken daneben geht. Das ist natürlich doof. Und schon wieder Erdbeben, ätzend. Zieht wenigstens nicht viel ab, mein Pokémon. So, jetzt aber mal gut hier. Jetzt kommt Zertrümmerer nochmal auf Loti. Und du machst Armstoß, Überwurf auf das. Ja, Krakelos Attacken gehen jetzt wahrscheinlich reihenweise daneben. Initiative steigt stark. Und danke auch für die Erklärungen, die ihr mir ständig in den Videos gebt. Von wegen, was Spezialverteidigung, Spezialangriff und so ist. Habe ich noch nicht ganz verstanden, muss ich mir nochmal genau durchlesen. Aber auf jeden Fall allein schon für die Geste. Danke sehr. Ja, das ist doch endlich mal was hier. So, komm, nochmal Zertrümmerer. Jetzt wird mein Pokémon eventuell sterben, aber das macht ja nichts. Nein, ach komm. Das war's dann wohl mit Krakelo. Ja, wir sind auch gleich im Dorf, das heißt, da kann ich dann ja auswechseln. Nicht auswechseln, sondern heilen. So, Morabbel. Überwurf, zack. Das war schon mit diesem ätzenden Viech hier. Jetzt kommt jetzt Schwalboss, okay. Das kriegen wir auch auf jeden Fall platt. Schwalboss ist eigentlich ein cooles Pokémon. Da habt ihr irgendwo recht, dass ich mir das mal holen könnte. Das ist Boden, das ist Stärke. Ist ganz gut, oder? So, und du machst jetzt Armstoß auf das hier. Schwalboss pumpt sich auf. Das ist doof, denn das ist richtig stark, was der gleich machen könnte. Aber Stärke ist auch extrem stark. Boah, Stärke rockt echt derbe. Also klar, ist auch Level 30, aber trotzdem. So, ein Treffer von Armstoß reichte, um Lombrero zu besiegen. So, nice. Loti ist Level 20. Auf welchem Level kann sich Loti denn theoretisch entwickeln? Ich weiß, da braucht man noch ein Item für, um es zu Kapalos zu entwickeln. Aber ich will allein schon das Level, interessiert mich natürlich mal. Hi, hier ist Nora. Gestern habe ich einen Kampf gewonnen. Ist es nicht großartig? Okay, wer ist Nora? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt. So, erstmal heilen. Und ich weiß gerade gar nicht, wo wir in der Story jetzt quasi weitermachen müssen. Da bin ich gerade überfragt. Naja, wir lassen uns mal überraschen. Mal gucken. So. War das hier nicht der Ort? Ne, das war er leider nicht. Hab ich mich vertan. Gucken, was hier so zu sehen gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob in einem der Häuser hier was Sinnvolles ist. Team Magma begleitet einen Professor Cosmo. Wer ist Professor Cosmo? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Alte Männer sind immer cool. Okay.
Attackenhelfers. Auch cool. Mal gucken, was meine Pokémon denn, was die so für Attacken können. Pfund, Aufruhr, Erstauner, Zertrümmerer. Ja, Erstauner oder Pfund, einer davon könnte eigentlich mal weg. Du hast auch Erstauner, ist auch irgendwie Katjes. Hm, Absorber, Naturkraft sind schon sinnvoll. Tackle, Stärke, Lebensschuss, Aquaknabe. Bin ich zufrieden mit Tackle, Überwurf, Mogelhieb, Armstoß, ja. Gucken wir einfach einmal erstmal, was er für uns hat. Ich weiß das gar nicht mehr, was der so... Wo kriege ich denn Herzschuppen her? Mein Gott, das weiß ich auch schon wieder nicht. Aber könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ne? Das ist ja... Fossilmaniac. So, haben wir hier... Sind das hier Trainer? Also, wie kann ich sie am besten besiegen? Indem ich Luti an die erste Stelle stelle. Hallo. Ich liebe Angeln. Ja, bitte sehr. Hindert dich auch keiner dran? Ja gut, außer ich, denn ich fordere dich zu einem Duell heraus. Schmerbe. Ach, das Viech. Was sich zu einem gar nicht mal schwachen Pokémon später entwickelt. Huch, jetzt habe ich aus Versehen Verstauner gedrückt. Das war nicht so wirkungsvoll, aber immerhin schreckt es zurück. Das heißt, die Situation hat sich nicht geändert. Erstmal Naturkraft. Ich weiß, dass wahrscheinlich hier Absorber am sinnvollsten ist, aber ich mache Absorber irgendwie ungern, wenn ich sowieso noch nichts abgezogen bekommen habe. Intensität. Ach ja, richtig. Hm, das war nicht gerade schwach. So, machen wir hier trotzdem. Jetzt machen wir Absorber. Zack. Jupp, das geht doch soweit klar, immer Absorber. Boah, wie viele Punkte ich dafür bekomme, ey, geil. Ich weiß, ich gehe da oben in das Haus auch nochmal, aber ich will erstmal kurz diesen Typen herausfinden. Wobei, das ist ein Doppelkampf. Also, wen an zweite Stelle? Krakelo, ja. Krakelo soll nämlich irgendwann auch zu Krawumms werden schließlich, daher... werde ich den nur mal behalten. Beziehungsweise weiter trainieren. So. Angler Luis und Picknickerin... Picknicker Luise. Luis und Luise, haha. Blanas und Schmerbe. So, mein Laptop hat gerade geupdatet. Ich habe den mal ganz kurz hochgefahren, damit ich da eventuell was nachgucken kann, ohne ja an meinem Handy kompliziert was eingeben zu müssen. So, du machst mal Zertrümmerer auf Blanas. Ich weiß gerade gar nicht, was das für ein Typ ist. Okay, nicht. Das ist sehr effektiv, okay. So, das könnte es mit Schmerbe schon gewesen sein. Ja, sauber. Und Luti müsste am Ende dieses Kampfes auf Level 21 sein, eigentlich. Oh, Krakelo erstmal 25. Der entwickelt sich leider erst auf Level 40, glaube ich. Aber immerhin. So, und du machst auch Erstauner. Zack. Oh. Ich wollte es gerade mal irgendwie testen. Denn testen ist immer gut. Okay. Blanas macht auch Naturkraft, okay. So, dann machen wir jetzt mal hier nochmal vernünftig. Dann machen wir nämlich auch Naturkraft und dann machen wir hier aber Zertrümmerer. Auch sowas wie Zertrümmerer, das ist echt eine starke Attacke, passt gut zu Krakelo und so weiter, was will ich mehr, ne? Ah, ne, doch nicht Level 21 bei Luti. Das könnte ich mir noch als nächstes für ein Pokémon kaufen, fangen. Hm, komm ich da durch? Ja. Energiestaub, was macht er? Keine Ahnung. So ehrlich gesagt. Ach, hier kommt man nachher mit Kaskade hoch. Okay, er hat mir die TM Brüller genommen, gegeben, schätze ich mal. Ein Brüller schlägt Pokémon in die Flucht. Okay. So, ach ja, hier war dieser Höhleneingang. Mein großer Bruder ist ein Fossilmaniac. Er ist ein netter Kerl, der Fossilien liebt. Er liebt es auch, Löcher zu graben. Dieses Loch hat er alleine gegraben. Hier, das kannst du haben. Damit kannst du Löcher graben wie mein Bruder. Jetzt bekomme ich genau die TM Schaufler. Stimmt. Ach ja, mit Schaufler komme ich zum Eingang zurück. Dann brauche ich keine Fluchtseile zu haben.
So, hier schon zu merken an der Musik, können keine Pokémon auftreten. Okay, der sagt mir also irgendwie nicht so wirklich viel. Boah, so ein Gang, mal eben 2 Meter breit oder sowas, den der alleine gegraben hat. Also da Respekt, ne? Irgendwie unglaubwürdig, aber gut. So, noch so ein Wassertrainer hier. Okay, dann nehmen wir uns den mal vor. Wenn wir angeln gehen würden, hättest du nicht einen Hauch einer Chance? Oder was hat er jetzt gesagt? Keine Ahnung. So, bin mal ganz kurz auf Bisa-Fans gegangen bei meinem Laptop. Und er hat 3 Pokémon. Ja, geil. So, das ist ein Fall für dich. Damit du in diesem Kampf noch Level 21 wirst. So, Platscher. Die Entwicklung von Karpadorf finde ich nun mal auch so ultra geil, muss ich sagen. Nur ist das Karpador natürlich extrem behindert zu trainieren, weil das einfach, ja, weil das einfach nichts an starken Attacken irgendwie auf der Reihe bekommt. Goldini, nö. So, kann ich Gyarados eigentlich einfach so entwickeln? Okay, es entwickelt sich auf Level 21 automatisch zu Gyarados. Gyarados ist Typ Wasserflug. Kann man Gyarados hier auch irgendwo finden? Ja, mit der Profi-Angel in Xenorovil, also das ist noch lange hin. Aber mal gucken, ob ich nicht vielleicht irgendwo so schon einen Karpador finde, was irgendwie, weiß ich nicht, Level 15 oder sowas mindestens ist. Aber, dass ich dann halt entwickeln kann, das wäre irgendwie ganz cool, glaube ich. Vor allen Dingen hat der Gyarados nachher auch noch Drachenattacken tatsächlich sogar. Also auf 25 Drachenwut allein und das ist richtig geil, finde ich. Ja, deswegen, ein Karpador wäre auch mal so eine Anschaffung, über die man nachdenken könnte. Könnte es dann Flug erlernen? Ich weiß es nicht. Ich denke aber doch eigentlich dann schon, oder nicht? Könnt ihr mir ja mal sagen, ne? So, Schmerbe haben wir auch erledigt. Boah, wie viel EP ich dafür bekomme, ey, für so ein billiges Schmerbe. Ist auch krass irgendwo, ne? So. Hallöchen. Nach dem Essen muss ich Sport treiben, also lass uns kämpfen. Ah, ja. Zu schreien, los, greif an, ist also für dich Sport. Ja gut, ich meine. Geschmackssache. So, Loti, du machst das. So, ich borge mir mal wieder ein paar Punkte von dir. Okay, das hat gar nicht so viel abgezogen, wie ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Walzer zieht aber noch weniger ab, das heißt. Und von daher das, trotz zusätzlich noch dazu, was ich noch sagen wollte, bekomme ich das, was er mir mit Walzer abzieht, in der nächsten Runde durch Absorber wieder. Das heißt, ich werde sogar mit voller KP eventuell aus dem Kampf gehen. Je nachdem bekomme ich jetzt, wenn ich jetzt 5 wiederbekomme, reicht das ja schon. Jupp. Ein Marill. Nie so ein Pokémon, was ich gebrauchen konnte. Ein anderes Lombrero. Okay, dann nehme ich jetzt einfach mal Hariyama für. Hariyama hat so krass viele EP einfach. AP? Nee, KP. So, Entschuldigung. 109, das ist echt krass. Und hat auch ein paar starke Attacken drauf, auf jeden Fall. Boah, 543 Punkte. Das ist krass. Ich weiß gar nicht, warum mein anderes Lombrero jetzt keine Punkte bekommen hat. Ach nee, es war ja gar nicht eingesetzt, während sein Pokémon draußen war. Was ist hier zu sehen? Nix. Ist der hier ein Trainer? Nein. Eine Morbbeere. War schon richtig, wie ich es erst sagen wollte. So, für den Doppelkampf. Krakeelo und Loti sind genau die richtigen Pokémon. Hariyama ist das Ärgerliche. Der hat keine dritte Entwicklung mehr. Das stört mich so ein bisschen. Eevee. Oft mal wieder Zwillinge. Roselia und Georock. Boah, wie Georock, ey, wenn das so ein kleines Schulmädchen da einsetzt, das passt irgendwie überhaupt nicht thematisch. So.
So, ich fürchte, dieses Pokémon kann ich mehr oder weniger vergessen. Da nehme ich lieber Morabbel. Und du machst Zertrümmerer. Nee, machst Aufruhr. Zertrümmerer auf Roselia erstmal. Mein Morabbel erledigt dann das Georock sowieso ziemlich locker, denke ich mal. Okay, das bringt bei Roselia irgendwie gar nichts. Das hätte ich nicht gedacht. Nicht paralysieren, bitte. Ach, nö. Ja, das bringt nichts. So, du machst Aquaknarre auf das und du machst Aufruhr. War klar, dass das falsche Pokémon trifft. War sowas von klar. Ah, nee, trifft das Richtige. Sorry. Gerade verpeilt. Und Lotis Level 22. Morabbel Level 31. Es geht hier also definitiv voran. Okay, und jetzt kommt Bodycheck. Ja, da muss ich irgendwie eine Attacke verlernen. Bodycheck ist Typ normal. Ich werde jetzt einfach Stärke 35, Stärke 90. Ey, da will ich ja mal Tackle verlernen. Und zack, Bodycheck. Ist eine richtig geile Attacke, wie ich finde. Attacke von Georock geht dann daneben, sodass ich jetzt meine Aquaknarre quasi vollkommen ausholen kann. So, mal Entschuldigung. Jetzt gucken, auf welchem Level sich mein Morabbel zu Zumpex entwickelt. Das muss ich gerade mal kurz nachgucken. Auf Level 36 schon, sauber, das sah gar nicht mehr so lang hin. Das sind ja gar keine Schulmädchen, das sind, stand da gerade Senior? Ach, oder sind das wieder Senior und Junior? Okay, okay, okay. So. Campen macht Spaß. Okay, wenn du meinst. Das ist dann auch der letzte Kampf für diese Folge, dann werden wir die Folge beenden. Sandan ist auch irgendwie mega niedlich. Außer Absorber hat das Loot hier irgendwie nichts so drauf, was man so wirklich gebrauchen kann, ist mir auch gefallen, ne? Kratzer. Oh, Kratzer ist natürlich nicht so gut gegen Loti. So. Und ich habe natürlich auch wieder ein paar KP dazu bekommen, was immer gut ist. Und viele Erfahrungspunkte. Nein, ich will nicht wechseln. Oder? Welches Pokémon war das jetzt? Blanas, okay. Bei Blanas ist das wahrscheinlich irgendwie nicht wirklich sinnvoll Absorber, oder? Nee, das habe ich mir eigentlich so gedacht. So, dann lasse ich das wohl sein mit meinem Loti, weil das hat keinen Sinn. So, wir waren da nochmal ganz gut. Hariyama war da ganz gut, oder? Sein Spezialangriff steigt, okay. Überwurf. Mann, Pfund, damit kannst du mir überhaupt nichts anhaben. So. Für jeden was dabei. Kempakuno. Okay. Das war Folge 17 meines Pokémon Smart Let's Plays. Ich speichere an dieser Stelle und sage bis zur nächsten Folge bei Pokémon Smart mit eurem Julian von Julian Entertainment. Danke fürs Zuschauen. Ciao.